Hallo, liebe Radomanner-Freunde und Bikepacking-Freunde, begrüße ich auch hiermit zu diesem Video. Heute haben wir Donnerstag, der Jörg Bayer ist heute wieder bei mir. Und anradeln gibt es heute nicht. Wir machen heute eine Bikepacking-Tour. Wo es dann überall hingeht, werdet ihr dann sehen. Der Jörg hat auch noch was dabei, wo der mich noch anlernen muss. Das werdet ihr dann auch in dem Video sehen. Ja, und da würde ich sagen, wir schnacken nicht lange rum, wir geben jetzt Gummi und fahren los. Ja. So, jetzt stehen wir kurz vor Wildenrad. Also genau zwischen Wassenberg und Wildenrad. So, und den Weg, den wir jetzt gerade angefahren sind, den ihr gesehen hattet, ist der, jetzt passt auf, ich zeige euch jetzt das Schild. Reitspurweg. Ja, das ist normalerweise ein Weg, der für Pferde gedacht ist, aber mit dem Mountainbike hier lang war schon echt super. Schön fluffig. Also könnte man als Trail bezeichnen, so ungefähr. So, und jetzt geht's da raus und dann glaube ich rechts runter. Das Gebäude, was ihr da hinten seht, ist Militär von den früheren Amis und Engländer, die hier in Wildenrad positioniert waren, ja, mit ihren Düsenjets und was nicht alles. Da fahren wir jetzt dran vorbei. Aber die sind leider nicht mehr da. Aber die Grenzzäune, die stehen alle noch. Also, weiter geht's Richtung Wildenrad. Schauen wir mal, wo wir dann gleich wieder landen werden. Hier schon wieder drüber heben. Geht ja schon gut los. Was habt ihr mir denn da im Weg gelegt? Bikepacking halt, ne? So, ich rolle jetzt hier auf das erste Highlight zu. Ein Bienenmotel. Jetzt sind wir am Bienenmotel, also vielmehr an so einer Bienenburg. Burg, kann man ja schon sagen, weil ein Turm, zwei Türme, in der Mitte das Häuschen. Ja, also das ist dann rein. Müsste ein Bienenhotel sein, so wie es aussieht. Sehr, sehr schön. So, jetzt geht's weiter. Also, die Wege, die sind super von anstrengend zu fahren, aber macht mega Spaß. Weiter geht's. Hallo. Ja.
Wer wird den Kampf gewinnen? Tauchen. Wer gewinnt den Kampf? Irgendeiner stinkig. Ja, die Wege hier im Wassenberger Urwald, die haben es schon in sich. Also das sind schon richtig Bikepacking-Wege, ja, die man überwältigen muss. Und da vorne kann ich mal gerade schon wieder tragen. Das heißt wieder Kamera weg. Ja, da sind schon wieder zwei Bäume im Weg, wo ich gerade drüber hieven musste. Ja, so ist es halt im Wald. Aber macht mega Spaß. Aber was zwischendurch hat man hier immer Bäume im Weg. Da hinten der nächste, wo ich das Fahrrad drüber hieven muss. Hey, nicht da vorbei, Mogel, drüber tragen! Guckt euch den an, der Mogel ist da vorbei und ich trage mein schönes Rad da drüber. Und bin gerade noch hier drüber getragen. Immer den Weg des geringsten Widerstandes. Nee, der meiste Widerstand ist, wir sind auf Bikepacking-Tour, nicht auf Gemütlich-Tour. Sind wir irgendwie hinter Bürgelen Richtung München-Gladbach unterwegs. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, hier sind Wurzeln. Die Wege jetzt an sich gut zu fahren. Ja, also keine Tragepassagen mehr jetzt im Moment. Also dann kann er halt auch mal rollen lassen, Gott sei Dank. Weil die ganze Zeit mit dem Tragen da hinten, was da eben war, wo ich da über die Bäume musste, ey, das war schon eine Herausforderung. Ja, wenn man dann Bikepacking macht. Aber deshalb heißt es ja auch Bikepacking.
Da gehört ja auch Tragen und alles Mögliche dazu. Ja, und das ist eben so. Ja. So, jetzt geht es hier weiter durch den Wald. Wie lange weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, wie lang die Strecke jetzt hier ist. Ich habe jetzt die 130 Meter. Dann muss ich wieder rechts abbiegen. Und dann keine Ahnung, wo da rauskommt. Naja, wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall jetzt mitten irgendwo im Urwald. Ja, gerade eben war da hinten ein knackiger Anstieg, den wir hoch sind. Ersten Gang rein und dann hoch da. Also das war schon richtig knackig. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Jetzt geht es erstmal hier vorne links rum. So, jetzt fahren wir erstmal 650 Meter geradeaus und dann links wieder rein. Gucken, was da so kommt. Also es war schon jetzt richtig anstrengend. Weiter geht's. So, da hinten das Haus, das war früher der Bahnhof Rosenthal. Ja, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, sonst muss ich es mal ranzoomen. So, und zwar geht da die alte Bahnstrecke, die war das früher, die hier lang gegangen ist, also in diese Richtung, Richtung Wassenberg, ganz, ganz früher. Ja, dieses Zeichen Wasserwanderwelt sind wir jetzt zum größten Teil gefolgt. Ja, das ist im Birkeler Urwald war das und bis jetzt war es super. Ja, die Wege waren richtig flowig und man konnte die auch gut fahren. Ne, wir hatten auch einen steilen Anstieg drin gehabt, den sind wir dann halt im ersten Gang hoch. Das hat gepasst, hat geklappt. Ja, und dann nachher den Flowweg runter durch die Tannen da durch und das war auch richtig, richtig eine geile, richtig geile Abfahrt gewesen. Jetzt sind wir hier unten im Rosenthal. So, könnt ihr das erkennen? In 60 Meter gehen wir auf die Rötener Bahn, die da vorne ist. Das ist eine alte Bahntrasse, die jetzt zum Radverweg, die zum Radverweg umgebaut wurde. So. Da geht es jetzt drauf. Und der folgen wir jetzt mal. Gucken, wie lange. Auf jeden Fall erstmal 2 Kilometer. Das war eine geile Abfahrt, ne? So, jetzt stehen wir hier an der
Dahnheimer Mühle. Und hier machen wir unsere Pause jetzt. Wir werden jetzt was essen oder trinken und dann geht's weiter. Und jetzt gibt es erstmal was zu futtern. Ich habe jetzt das gleiche Set wie der Jörg hat. Ja. Mit Topf und kleinen Topf und eine 450 Gramm Kartusche, die ungefähr für 6 bis 7 Tage durchhält. Na, wenn man sich mal schnell was zum Essen machen will. So, mein Essen kommt jetzt, das muss ich eben noch aus der Tasche holen. Mensch, dann komm doch raus. So, was könnte denn da drin sein? Bei Jörg seinem ersten Testvideo mit dem Gaskocher, wo er seine Tortellinis drin gemacht hat, was hat er denn da immer gesagt? Ja. Ravioli, Ravioli. Ja, und die habe ich in der Dose drin. Heute gibt es bei mir Ravioli. Ja, da hatte ich ja meine Probleme damit. Ja, Jörg, du kochst dir jetzt mal was anderes. Und von deinem letzten Video gibt es bei mir jetzt Ravioli. Ja, das fängt gleich so richtig schon schön an zu kochen an. Dann passt das auch. Muss ich aber schnell die Dinger hier aufmachen, sonst ist das nachher heiß. Ja, das ist jetzt ja, so mein, ich muss jetzt gucken hier, ne? Mein Gericht hier, das Tandoori. Ah, da brutzelt das. Richtig cool, das Ding. Da hat der Jörg echt eine gute Idee gehabt. Jörg, dafür gibt es von mir jetzt einen Daumen nach oben. Ja. Weil mal eben schnell bei einer Bikepacking-Tour ist sowas quasi ideal. Ja. Und man braucht noch nicht mal mehr einen Krangia mitzunehmen. Ja, das sind 800 Milliliter Pott. Da passt ein komplettes Essen rein. Und das kann man mal eben schnell sich irgendwelche Fertiggerichte fertig machen. Ja, und die dann hier einfach nur richtig warm machen. Ja, und dann passt das. Ja, hier das Bikepacking Kochset. Ja, ideal für Bikepacking-Touren. Ja, wenn man sich mal schnell was zum Essen machen will, habt ihr ja gesehen, geht ruckzuck. Kann ich euch nur empfehlen. Gibt es bei Amazon im kompletten Set mit Kartusche. Für 25 Euro. Ja, ich habe die jetzt mit der 450 Milliliter Kartusche und dem Set habe ich jetzt 25 Euro bezahlt insgesamt. Und ich muss sagen, super Sache. Gerade für Bikepacking-Touren oder für Wandertouren kann man dieses Set auch mal eben mitnehmen, wenn man sich schnell was Warmes zu essen machen will. Also, sehr zu empfehlen. So, wie ihr seht, ist der Platz wieder picobello sauber. Das da vorne ist nur Wasser. Ja. Ihr könnt euch schon mal den Weiher angucken. Und nochmal die Mühle. Und dann geht's hinter mir wieder weiter. So, da hinten ist Asbeck Rötgen. Ja, aber das seht ihr gleich von oben. Denn der Spezialist Jörg holt jetzt seine Drohne raus und die lassen wir jetzt mal steigen und dann gucken wir uns die Geschichte von oben an. Und da hinten geht der Einstieg zum nächsten Trail. Mal gucken, was uns dabei da erwartet. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Jetzt gehen wir mal in unsere Richtung. Jetzt sind wir hier, zack, zack, zack. Jetzt kannst du mal winken. Kommt so, nachher, ich wink für euch mit hier. Ja, da kommt nachher noch schön hier, wo wir beide hier da stehen und dann schön winken. Und jetzt kannst du so, jetzt geht's so hoch. Dann geht's ab.
Du kannst immer gleich schon mal so ein bisschen beim Hochfliegen, dann kannst du. Oh Mann. Puh. Das hat aber nicht gepasst. Ja, auch schon öfters in meinen Videos. Der Anton Ricky Weiher. In der Nähe von Wegberg. Kreis München-Gladbach. So, hier am Anton Ricky Weiher stand damals mal eine Burg. Ja, im 12. Jahrhundert oder so, keine Ahnung. Aber man sieht noch Reste davon. Aus der Römerzeit. Da hinten kommt der Jörg. Aber das war jetzt eigentlich nur das, was von der Burg noch übergeblieben ist. Diese kleine Ruine hier. Und mehr ist nicht. Kommt uns überall hin los, ne? Wachturm aus der Römerzeit. Mal gucken, aber der wird auch von innen zugemauert, ist alles zugemauert. Da hat man keine Chance. Da vorne ist zwar ein Loch. Mal gucken. So, vor uns müsste jetzt Peters Holz sein. Ein kleines Dorf hier. Da fahren wir jetzt dran vorbei.
So, jetzt sind wir an der Tischenbrucher Mühle bei Wegberg. Und das ist das, die Burg und Schloss Tischenbruch. Und da ganz hinten, wo wir gleich dran vorbeikommen, ist eine Ölmühle. So, das Schild kennt ihr. Das folgen wir immer noch. Wasserwanderwelt. Ja, jetzt sind wir in der Tischenbrucher Runde. Ja, da musste Komoot uns doch noch durch die Pampa lotsen, dass wir noch mal da durchschieben müssen. So. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da hinten ist der Kirkelenser Kirchturm. Und dahinter kommt der Bahnhof. Und dann wisst ihr ja, denke ich mal, was wir am Bahnhof machen werden. Weißt du, was wir am Bahnhof machen? Ja, bestimmt wieder bei deiner Sonne ein Käffchen trinken. Ja, Volltreffer! Es gibt ein Käffchen. Ja, da wollen wir mal. Auf zum Kaffee. Ja, jetzt sind wir in Örrath. Auf der L19. Nee, an der L19, so. Vor euch die Burg Erkelenz. Das ist noch ein guter 1,5 Kilometer bis zum Kaffee. Und zwar geht es jetzt verkehrt in diese Einbahnstraße rein. Da hat man Fahrrad, darf man reinfahren. So, jetzt stehen wir hier bei Sonja am Kiosk. Kuckuck. Kuckuck. Ja, er hat einen Kapo hinter sich, ich habe einen Kaffee hinter mir. So, Nuller haben wir auch schon hinter uns. Ja. So, und jetzt gibt es den nächsten Nuller. Oh. Zum Bohne. Schöne Draht lang kaltet. Das zischt. Das tut auch richtig gut, echt. So, wir sind jetzt wieder in Kleingladbach angekommen. Gesund und wohl erhalten. Ja, wie fandst du die Runde? Ja, war heute ein schöner Tag wieder. Haben wir ja heute richtig schön Sonne gehabt. Schöne knackige 20 Grad. Ja, hat sich wieder voll gelohnt, die Tour heute. Alles dabei gewesen, Bikepacking, Single Trail, schön durch den Wald. Haben so ein paar Highlights noch entdeckt auf dem Weg, ast rein. Ja, Single Trails mit Tragepassagen und, ja, und Schiebepassagen haben wir auch drin gehabt. Also mir hat das auch super gefallen, die Runde. Gerne können wir das nochmal demnächst nochmal machen. Es war Bikepacking pur heute, es war krafträubernd heute, ja, also es war wirklich alles dabei. Ja, es waren jetzt halt auch nicht keine 60 Kilometer, die wir eigentlich geplant haben, weil mit Kamera aufstellen, vorbeifahren, wieder Kamera holen, ja, das dauert halt seine Zeit. So, und dann kriegst du manchmal nicht die Kilometer zusammen, die du haben willst, und gerade wenn du noch Bäume im Weg hast, ja, wo du dein Rad noch jedes Mal drüber tragen musst, um die Kamera aufzubauen. Ja, also ich sage euch jetzt, wie viele Kilometer wir heute weg haben. Oh, fast 50 hatten wir ja. Also es sind jetzt 44,36, die wir heute gefahren sind, getragen sind und geschoben sind. So, und Höhenmeter kann ich euch auch mitteilen. Das waren jetzt 266 Höhenmeter heute, ist halt nicht die Welt, wir sind hier im Flachland, da kann man halt nichts erwarten an richtige Schwarzwaldberge, schon mal gar nicht, aber für uns hat es gereicht. Gut, jetzt wünschen wir euch noch einen schönen späten Donnerstagabend und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Hinten in meiner Infobox ist mein PayPal-Konto, da könnt ihr spenden für eine Drohne, weil ich möchte mir auch eine Drohne zulegen. So, und da könnt ihr mal was beitun. So, freiwillig natürlich, wer möchte,
Ist klar, den Rest muss ich dann halt oben drauf packen. Gut, jetzt sagen wir auch wirklich bis zum nächsten Mal. Und abonnieren nicht vergessen an die MTB und Tour. Ja, und Jörg Bayer, der Gravel Rider. Ne? Auch für die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, herzlich willkommen. So, aber das war es jetzt. Bis zum nächsten Mal. Wünscht euch an die MTB und Jörg der Gravel Rider. Und tschüss. Und tschüss.